Hallo ihr Lieben, also ich bin mittlerweile wieder mal von der Arbeit zurück, so wie es jeden Tag eigentlich bei mir läuft, weil ein Hakan ist entweder in der Arbeit oder er kommt von der Arbeit. Ich bin wieder mal voll kaputt, wie es eigentlich nach jeder Frühschicht ist. Jetzt chill ich mich erstmal ein bisschen auf die Couch. Bevor ich mich aber hinchill, macht mein Schatz natürlich wieder Essen. Okay, Schatz? Ja. Sie ist wieder fleißig am Kochen. Und ich habe was entdeckt, wo ich von der Arbeit gekommen bin. Ich muss euch unbedingt zeigen, beziehungsweise ich mache euch mit euch ein kleines Unboxing. Da. Body Attack! Body Attack! Schaut mal. Wir sind ja jetzt im Fitnesswahn, meine Lieben. Das habt ihr ja bestimmt schon mitbekommen. Ich war schon immer im Fitnesswahn, aber ich habe voll nachgelassen. Alles wegen dir. So wie es halt immer ist bei verheirateten Männern. Ja klar, jetzt bin ich wieder schön. Ups, man sieht mich gar nicht. Komm, wir müssen schneller gehen, jetzt dauert zu lange alles hier. So, sieht man mich überhaupt nicht mehr. Ich zeige euch mal, was ich alles bestellt habe. Hier, ich habe eine Zeitschrift bestellt vom Body Attack. Nee, Witz. Den Gutschein habe ich gekriegt für 15%. Ey. 15%? Wahnsinn, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Also das ist eigentlich... Ja, es ist eigentlich für die Ilkay und für mich. Es ist 100% Casein. Es ist eigentlich nichts anderes wie ein Eiweißshake. Und das ist so ein Whey-Protein. Das gelangt viel schneller in den Körper bzw. ins Blut als normale Eiweißshake. Also Whey direkt vom Training und direkt nach dem Training nehmen. Dann habe ich Beta-Alanin-Tabletten. Was ist das? Das ist auch nichts anderes wie eine Aminosäure. Ja, und wieso kaufst du es dann nochmal extra? Weil ich kein Beta-Alanin habe. Ach so. Es ist halt so eine Aminosäure, die normalerweise in Speisequark und so auch drin ist, aber wie oft ist man Speisequark? Du kannst ja nicht den ganzen Tag Speisequark, bzw. man kann ja nicht den ganzen Tag Speisequark fressen und aus anderen Dingen, Nahrungsmitteln ist es sehr gering enthalten. Von dem her haut man sich künstlich rein, dann bin ich besser versorgt. Nitropump vorm Training. Ihr werdet euch jetzt da draußen denken bestimmt, was will der von uns? Sei mal ganz ehrlich, Hakan, was willst du von Beta-Alanin, Arginin, Casein, Masin, was willst du? Ich will gar nichts, ich wollte es euch nur mal kurz zeigen, was zurzeit mein Interesse ist, beziehungsweise mein Hobby. So. Jetzt zeigen wir euch mal, wie bei uns daheim gegessen wird, wie die Weltmeister wird bei uns gegessen. Schon wieder Knäckebrot. Am Trainingstag, heute ist ein Trainingstag, 6 Kapseln. Um 4 Uhr solltest du 6 Kapseln nehmen, ja, vor dem Training. So Leute, wir chillen jetzt noch so eine Stunde circa auf der Couch, weil der Hakan ist ja kaputt. Der ist ja kaputt. Ich weiß auch, dass ich kaputt bin. Und dann gehen wir ins Fitness. Nee, kein Fußball jetzt. So Leute, der Hakan ist jetzt wach. Der hat ein kurzes Nickerchen gemacht. Ich bin jetzt auch fit. Jetzt sehen wir, der Hakan bereitet schon unsere Eiweißshakes vor. Ich habe schon ein paar Sachen genommen. Und dann geht's ab ins Bett. Ja, ein paar Sachen habe ich schon jetzt genommen. Jetzt hauen wir noch einen kleinen Eiweißshake rein, weil ich habe jetzt irgendwie schon ein bisschen Hunger. Was ist das trinken? Ja, mit 6 Kapseln, oder? Schau doch mal, was wir mit draufstehen. So Leute, wir sind jetzt fertig. Wir gehen jetzt los. Wir haben ja gesagt, wir nehmen euch erst einen anderen Mal mit. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg und wir sehen uns in 2 Stunden wieder. Bis dann. Ciao. Leute, wir sind zurück. Ich muss sagen, es war schon anstrengend, aber ich habe mehr Hunger, als dass ich erschöpft bin. Ohne Witz, ich verhungere. Die Ilkay hat jetzt Energie verbrannt ohne Ende. Der Hakan erzählt mir jetzt irgendwas von Eiweißshake, der spinnt. Wir trinken jetzt einen Eiweißshake, aber da ist irgendwie schon, wie viel haben wir? 8:30 Uhr. Was heißt dürfen? Wir sollten halt nicht mehr so viel Kohlenhydrate zu uns nehmen. Ich würde mal sagen, irgendwie wir so ein Salat. Nur noch Thunfischsalat mit Eier oder so. Hört sich doch lecker an. Dann geht's los.
wir haben jetzt ganz lecker gegessen. Ich fühle mich jetzt groß und stark. Danke, mein Schatz. Okay, Schatzi. Ja. Mein Schatz hat einen ganz leckeren Salat gemacht. Hast du eigentlich schon unseren Zuschauern gesagt, was für ein Salat das war? Thunfischsalat. Thunfischsalat mit Ei und Gemüse und allem drum und dran. Jetzt bin ich voll kaputt. Ich will nur noch in die Dusche, mich auf die Couch flacken, ein bisschen Fernsehen schauen und ihr kennt es ja nicht anders, ich muss wieder in die Arbeit morgen früh. Also gehe ich früh schlafen. Ja. So Leute, ich habe es fast geschafft. Ich muss nur noch jetzt schnell die Wäsche aufhängen, weil sonst stinkt es. Und unsere Waschküche ist im Keller, deswegen nehme ich euch jetzt mal mit runter. Den Ort habt ihr nämlich noch nie gesehen. Wir wohnen im Erdgeschoss, jetzt gehen wir nur ein Stockwerk tiefer. Aber ich fahre gerne mit dem Aufzug vor allem abends. So Leute, jetzt sind wir in unserer Waschküche. Das ist unsere Waschmaschine. Da habe ich schon vorhin, bevor wir ins Fitness gegangen sind, die Wäsche reingetan. Waschen, die ist jetzt fertig. Warte ich noch auf den Hakan, der endlich rauskommen würde, kann ich auch suchen. Ah, da ist er, hey. Ja. Unverschämt über mich zu lästern hier im Hintergrund. So ihr Lieben, also wir machen uns jetzt ins Betty. Nee, wir chillen jetzt noch ein bisschen auf der Couch, schauen fern und dann schlafen wir wahrscheinlich eh hier ein. Aber wir beenden jetzt das Video. Wir hoffen natürlich, fix und alle. Wir hoffen natürlich, dass euch... Es hat euch wieder mal Spaß gemacht, uns in unserem Alltag zu begleiten. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag? Ja, bei dir werden es hier erst. Also tagsüber mit dir. Schönen Tag euch allen. Bei uns schaut es nie nach Tag aus, ne? Wir gehen nicht schlafen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.